Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir Horse Riding Tales, Leute. Horse Riding Tales. Wir haben es vollbracht, Leute. Seht, wen ich hier gefangen habe. Den schwarzen Pegasus. Ich kann es nicht fassen, Leute. Ich war jetzt tagelang, jeden Tag, mehrmals öfter online und ich hatte kein einziges Fantasy-Pferd gefunden. Und jetzt finde ich im Ernst den schwarzen Pegasus. Leute, das ist das letzte Pferd, das uns noch gefehlt hat. Ich bin vollkommen hysterisch. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich glaube, ich schreie auch gerade. Ne? Ich muss mich ganz kurz beruhigen, Leute. Ich schreie gerade. Wir packen ihn natürlich in den Pen und haben somit die Quest eigentlich bestanden. Own. Okay, also Owner Fantasy Horse. Das heißt, wir müssen jetzt einen Stall bauen für unser Fantasy-Schnäuzelchen. Jetzt wartet mal ganz kurz. Haben wir hier etwa keinen Platz mehr? Okay, hier ist kein Platz mehr. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach mal... Egal. Wir schnappen uns Dashy Smashy in seiner mega süßen, kleinen, niedlichen Decke. Und bauen einen neuen Fantasy-Stall. Da hinten ist doch schon einer, oder? Ja, das ist doch das von Celestia, oder? Genau, hier ist der von Celestia. Das heißt, wir bauen jetzt nochmal einen Fantasy-Stall. Und zwar dies... Ich glaube, ich muss absteigen, oder? Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon, dass ich absteigen muss. Ach so, nee, muss ich nicht. Leute, guckt! In 2 Stunden und 29 Minuten ist unser Fantasy-Stall fertig. Und dann... Und dann, meine Damen und Herren, gehört das kleine, süße, schwarze Pegasüsschen uns. Ich kann's absolut nicht fassen, Leute. Vor allen Dingen, wie viel Glück. Es hat nur einen einzigen Orb gekostet. Und wie viel Glück haben wir, dass genau der schwarze Pegasus als Fantasy-Pferd zu uns kommt. Ich muss dazu sagen, nach einer Woche, Leute, ne, ich habe sehr, sehr lange gesucht. Aber wie viel Glück haben wir bitte, dass es ausgerechnet der schwarze Pegasus war? Weil es hätte ja auch jedes andere Pferd sein können. Also jedes andere Fantasy-Pferd. Ich bin mega, mega happy, Leute. Er hat mir noch gefehlt. Er ist der Einzige, der mir noch gefehlt hat. Wir haben eigentlich alles erreicht. In dieser Folge schon. Aber Leute, ich hätte gesagt, wir sehen uns in 2,5 Stunden wieder oder... wann auch immer ich wieder dazukomme und dann holen wir den kleinen Buben oder das kleine Mädchen nicht undecided, Leute, ich habe keine Ahnung. Und ja, bis gleich. Und dann ist es ein paar Stunden später und die Story geht nämlich jetzt schon weiter, Leute. Ich mache jetzt hier gerade einen Voice-Over. Der Nathan hat gesagt, oh mein Gott, du hast es geschafft, du hast ein Fantasy-Pferd gefunden. Und die Mrs. McGonagall sozusagen kam und hat auch gesagt, oh mein Gott, ein Fantasy-Pferd. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, was wir alles tun möchten. Und die Mrs. Foxhall sagt uns dann, dass wir einen Sattel und eine Trense craften müssen für unser neues Fantasy-Pferd. Und dann sind wir hier bei unserem neuen schwarzen Pegasus, der natürlich jetzt mittlerweile in seiner Box steht und er braucht natürlich noch einen Namen und er braucht natürlich einen My Little Pony-Namen, denn zumindest alle Fantasy-Pferde und epische Pferde, die ich habe, sind nach My Little Pony benannt. Und ja, mir fällt aber jetzt nicht wirklich so ein hundertprozentig guter Name für ihn ein. Ich sag immer ihn, weil irgendwie für mich ist er irgendwie wie Rainbow Dash einfach männlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare Namensvorschläge schreibt für den kleinen Buben. Und ich hätte gesagt, nächste Folge benennen wir ihn dann. Und ich bin mega gespannt, was ihr für Namen nimmt. Bitte denkt dran, dass die Namen von My Little Pony sein müssen. Denn er soll natürlich auch einen My Little Pony Namen bekommen, wie jedes andere von meinen Fantasy-Pferden. Ist er nicht toll? Oh mein Gott, ich bin so glücklich, Leute. Ihr habt ja gerade am Anfang vom Video schon gesehen, dass wir eine neue Story-Quest bekommen haben. Und zwar müssen wir einen Sattel und eine neue Trense herstellen. Und ich wollte eigentlich dieses Video, das jetzt heute am Montag kommt, was absolut, ne, normalerweise kommt Horse Riding Tales nicht am Montag. Ich wollte das Video eigentlich gestern bringen. Das Problem aber an dem Ganzen ist, Moment, ich zeig's euch ganz kurz, dass der Sattel... Seht ihr das? Allein 3000 Amber
und ja, mega, mega viele Sachen braucht. Und die 3000 Amber-Leute, die haben ewig gebraucht, bis ich die gefarmt habe. Die Bridal braucht nicht ganz so viel, die braucht nur 500, aber ich hatte relativ viele Amber. Es hat trotzdem mehrere Stunden gestern gedauert, bis ich endlich alles gefarmt hatte. Deswegen kam gestern kein Video, weil ich glaube, um die 2,5 Stunden lang in Horse Riding Tales war und die ganzen Sachen gefarmt habe. Denn Amber muss dann auch mal wieder respawnen und so weiter. Und es hat einfach mega, mega lange gedauert. Es tut mir leid, dass gestern kein Video mehr kam. Und ja, ihr seht, ich war mega krass fleißig, wie gesagt. Ich glaube, es waren 2,5 oder sogar 3 Stunden. Ich war erst am Abend dann fertig und habe aber jetzt alles. Das heißt, um in der Story weiterzukommen, müssen wir den Cyan Saddle nehmen. Wir machen Craft und dann einmal Brown Fantasy und wir machen Craft. Yay! Und dann bekommen wir noch was Neues, was wir craften müssen. Ich werde wahnsinnig, Leute. Wir müssen die Maske und die Boots auch noch craften. Okay, die braucht 3500, Leute. Und die Boots brauchen auch nochmal 500. Alles andere ist nicht so tragisch, aber ich hätte gesagt, um in der Story weiterzukommen, machen wir das nächste Mal. Und bis dahin habe ich hoffentlich die ganzen Materialien gefarmt. Oh mein Gott, Leute, ihr hattet ja schon gesagt, dass es irgendwann ziemlich kritisch wird mit den ganzen Sachen. Und das ist wirklich, wirklich jetzt harte Arbeit gewesen. Ich nehme an, ich werde jetzt auch wieder um die 1,5-2 Stunden brauchen. Das heißt, das machen wir jetzt nicht, dass das Video tatsächlich dann auch heute kommen kann, Leute. Sondern wir gehen zum Abschluss noch ein Rennen. Und wen nehmen wir denn mit? Ich hätte gesagt, wir nehmen Celestia mit. Ich habe heute Lust, mit Celestia noch ein Rennen zu reiten. Und wir gucken mal, was es denn dieses Mal für ein Outfit gibt. Habe ich gar nicht... Das Neue gibt's. Oh mein Gott, Leute, haben wir keine Rewards zum Abholen? Als Obby. Wir haben keine Rewards zum Abholen, Leute. Es bin ich gar nichts gegangen. Vielleicht habe ich sie einfach auch schon selber abgeholt. Das könnte natürlich auch sein, Leute. Jetzt passt auf, wir gehen natürlich den Diamond Cup mit Celestia. Und das ist ein Outfit, das wir noch brauchen. Oh Gott, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, dahinter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, oh, habt ihr das gesehen? Das war so mega knapp. Und weiter. Und... Und falls jetzt jemand sich denkt, warum Maus und so komisch. Nein, Leute, ich mache die Maus nicht komisch. Ich dashe. Ohne dashen könnt ihr hier absolut nicht gewinnen. Keine Chance. Ich habe mittlerweile, ich glaube... Oh Gott! Was war das denn? Ich bin aus Versehen jetzt gesprungen. Oh mein Gott. Das war ja nichts. Hui! Ich glaube, Leute, das müssen wir gleich nochmal machen. Weil ich jetzt zweimal komplett reingeschissen habe. Warum bin ich denn jetzt da so langsam rübergekommen? Das war ja... Oh, Leute, ich bin ein paar Tage oder eine... Oh Gott. Eine Woche das Rennen nicht mehr gegangen. Also gar nicht. Und dann kann ich es gleich nicht mehr. Das ist... Also, ich habe da komplett reingeschissen. Also definitiv... Uiuiui. Komplett reingeschissen. Oh mein Gott, es ist... Ihr dürft lachen, selbstverständlich dürft ihr lachen. Aber es ist so, dass halt einfach Übung den Meister macht. Und wenn ihr das oft geht, das Rennen, also egal welches, ist ja jede Woche ein anderes, aber dann wird man automatisch einfach besser. Und ich bin halt jetzt einfach schon lange, oh mein Gott, erst wenn ich den Sprung jetzt auch gerissen habe, ne? Und ich bin das Rennen tatsächlich einfach schon jetzt lang nicht mehr geritten. Und dann kann man es automatisch einfach auch nicht mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich wäre beinahe rübergekommen. Es war so knapp. Oh Gott, es war so schlecht. Ich bin bestimmt irgendwie bei 300 oder so, schätzungsweise. Was? Ach so, es ist ja neu gestartet, Leute. Es ist ja neu gestartet worden heute. Es ist ja heute Montag, Leute. Es wurde neu gestartet. Ich bin Position 2 jetzt gerade. Okay, na, das werden wir definitiv nicht halten können, weil es war sehr, 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 sehr schlecht. Aber dadurch, dass es ein neues Outfit ist, werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal versuchen, das Ganze zu schlagen, hätte ich gesagt. Dann danke ich euch aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, vergesst nicht mehr in die Kommentare zu schreiben, wie denn der neue
neue Name, der neue My Little Pony Name, jetzt habe ich es leider nicht rausgebracht, von unserem schwarzen Pegasus sein soll. Und dann bekommt der beim nächsten Mal den Namen und wir versuchen natürlich, das neue Outfit abzustauben. Dann danke ich euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!